Okay. Die sahen schlimmer aus, als sie letztendlich waren. Aber ich nehme mir das Maul immer zu voll. Die waren furchtbar schlimm, Spielemacher. Wirklich, ich habe geweint. Jetzt bitte wieder ein paar Ponys und so. Ach, da kommen bestimmt noch mal welche. Der bleibt doch never ever bei denen. Habe ich kurz erschrocken vielleicht. Ist mir ja nicht so geheuer hier. Ich könnte mir denken, dass ich das hier kaputt machen muss. Kohle finden wir hier ja ohne Ende. Ja, das war jetzt nicht ganz so schwer zu erraten, weil wir haben ja hier überall so eine Leuchtedinger. Speichern. Noch bin ich ja gut drauf hier. Karte der Fabrik, obere Bereiche. Lüftungskanal, Zerkleinerungsschacht. Da kommt echt noch ein bisschen was, wa? Da kommt echt noch ein bisschen was. Es macht mich halt nichts nervöser, als wenn einer so die ganze Zeit, Alter, ich dachte gerade, Alter, Kollege, bleib cool, ich muss mich konzentrieren. Chill doch mal deine Nuggets. Oh, Junge. Was eine Drama-Queen einfach. Ziege. Ziege? Ich komme an diese blöde Ziege ohne Schuss nicht ran, willst du mich veräppeln? Huch, ich werde jetzt gerade einfach runtergehopst.
auf Rohren herumhopsen. Die sind hoffentlich besser verschweißt, als es dieses Rad war. Diese Leiter hier ist gelb. Oh, Nuggets. Ich will auch Nuggets. Hört auf, von Essen zu reden, Chat. Ich spiele gerade ein sehr unappetitliches Spiel. Das ist es doch garantiert noch nicht gewesen. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Na gut, das Dorf? Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Rose, versuch's doch. Ja, warum habe ich eigentlich keine Ahnung von ihrer Kraft? Ich wüsste gerne mehr. Es geht noch weiter. Zu viele Fragen. Warum hat Mia mit ihm nicht geredet? Genau hier sind wir wieder. Jetzt müssen wir uns gleich merken, wir sind jetzt im Untergeschoss 1. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Ja. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich überlege, ob ich... Aber dafür habe ich gar nicht genug. Nachladegeschwindigkeit kann ich hier noch ein bisschen verbessern, aber es ist unwesentlich... Spielt gerade einfach keine Rolle, was ich da noch reinbuttere. Hals- und Beinbruch! Wir sind jetzt in B1. Genau, da ist noch so ein Dietrich-Teil. Was ist hier? Ein Schalter. Und hier ist die Gießanlage. Die Gießanlage ist... ganz unten, ne? Oh, sag mal. Und warum liegt hier Stroh? Das wüsste ich manchmal auch gern. Ich liebe diesen Satz. Warte. Warum ist das jetzt dunkel? Ich... Nein. Nee.
warum ist hier dunkel, Chat? Chat, warum ist es da dunkel? Nein. Und es ist gruselig. Ich bin doch richtig wegen der Gießanlage. Ich bin eins zu tief, oder? Ich eins zu tief? Ich dachte, das war hier. Ich gehe nicht da unten hin. Da unten war dunkel. Da unten gehe ich nicht hin. Vergesst es. Sag mal. Ich muss doch durchs Dunkle. Sieht mich dunkel. Ach. Ach. Chat, es kann sein, dass ich gleich schreie. Wo ist denn die Gießerei? Ich glaube, die verwenden dieselbe Munition. Hm. Machen mal den Schnellzugriff anders. Sorry Leute, ich bin nervös. Wenn ich nervös bin, mache ich immer sowas. Nicht richtig? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich suche hier eigentlich nur den Schmelzofen. Ich bin doch falsch. Ach, das hasse ich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich bin falsch, Leute. Ich suche die Etage mit der Gießerei. Ich dachte, das war hier. War das hier irgendwo?
Ich habe einfach nur den Orientierungssinn des Todes einfach. Habt Geduld mit mir. Habt Geduld mit mir. Manchmal frage ich mich auch nur selber. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, sage ich auch direkt so, Chat, komm, helf mir mal. Ich gucke meistens nur ein bisschen rüber zum Chat, weil ich immer schaue, ob ich was Wichtiges verpasse. Einfach nur falsch abgebogen. Es war schon die richtige Etage. Vibration. Halt, stopp, der ist größer. Diese blöden Rohrbomben. Du hast mich zwar dahin geworfen, aber ich falle einfach runter. Und da explodiere ich dann. Ah, nicht wieder falsch abbiegen, Nina. Wo ging es hier raus? War das hier? Der ist ja so gepanzert. Nein, ich brauche den nochmal. Dreckigen, kleinen, gepanzerten Arschis. Morgen, Meister. Willkommen, Ethan. Ich verkaufe diesen blöden Zylinder jetzt. Wo war denn das mit dem Dietrich? Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Wenn ich weitergegangen wäre. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Es wäre schön, wenn du mal wieder so ein bisschen... Ach, da ist Munition. Nein, das ist keine Munition. Ich bin blöd. Das habe ich mir nicht gekauft. Dafür fehlt mir noch ein bisschen Geld. Wenn ich noch ein bisschen mehr Geld habe, dann hole ich mir das. Sieh es als Investition, Ethan. Danke für deine Treue. Jetzt muss ich da nochmal langlaufen, weil ich das mit dem Dietrich vergessen habe. Na gut, aber jetzt kommt ja hoffentlich nicht nochmal so ein Scheißi. Die habe ich ja jetzt alle schon über den Haufen geschossen. Gas, die Herrlichen. Ich komme mir gerade vor wie in so einem Science-Fiction-Spiel. Gar nicht mehr wie bei Resident Evil irgendwie. Geradeaus links.
muss mal ganz kurz den Controller wechseln, Leute. Noch ein Dietrich. Mit den beiden Viechern hier ist mir das nicht geheuer. Oh, der kommt von da. Gewöhne ich mich an diesen Scheiß. Oh, ich verschluck mich an meiner eigenen Spucke vor Aufregung. Was ist das? Oh. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Diesmal muss es klappen. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation. Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll Ende. Der Typ ist gut drauf. Nur schnell wieder raus hier. So, Dietrich. Lang? Hä, wo denn? Ach, hier. Ach so. Ich dachte, der wird anders geöffnet. Ich nun wieder. Dann können wir jetzt zurück. Jetzt können wir nach oben und den Schlüssel benutzen. Ich bin so gespannt, das bei gewissen Leuten zu gucken, die das jetzt auch noch spielen. Warte, warte. Ah, hier, glaube ich, lang. Ist das jetzt richtig? Habe ich noch was zum Verkaufen? Yeah. Dann können wir doch jetzt das für den... Jetzt haben wir kein Geld mehr für die Werkstatt, aber wie gesagt, die ist auch so schon unheimlich stark. Feuerrate ist auch relativ hoch. Nachladegeschwindigkeit geht.
Es gibt Schlimmeres, aber die wir haben Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Aber wir haben nicht so viel Zeug. Es war doch gerade da, das X. Warum ist es jetzt weg? Hallo? Oh, Nico, vielen lieben Dank für deinen Follow. Danke, ist ja nicht selbstverständlich. Bist echt eine harte Nuss. Da kommt so eine Art komisches Labyrinth, Frachtraum, keine Ahnung, wo mich das hinbringt. Hier ist nochmal so ein kleiner. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Das ist aber hoffentlich dieser komische Propeller-Raspeltyp. Bitte nicht. Bin mich nicht bereit. Was haben wir denn hier? Prototyp Modell Sturm. Natürlich ist es der Propellertyp. Hab eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Der Modell Sturm stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich der Propeller in seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit: ein auf ganzer Linie ein Misserfolg. Das heißt, seine Schwachstelle ist, dass er nur in eine Richtung stürmt. Man kann relativ gut ausweichen. Und je länger er in eine Richtung läuft, desto schwächer wird er, weil er dann überhitzt. Das heißt, wir müssen gar nicht auf ihn schießen. Wir müssen es nur schaffen, lange genug wegzulaufen. So habe ich das jetzt verstanden. Korrigiert mich, aber das ist das, was ich da herauslese. Warte, ich habe einen Heiltrank dabei. Zwei Heiltränke. Warum sind meine Munition hier verwechselt? Ich kann das nicht leiden. Nur mal schnell nachladen. Mein Speicherzwang.